Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. Der Zwergel ist immer noch dabei. Hallo. Juhu. Und wir brauchen tatsächlich Klebeband. Ich brauche Kleber. Dafür brauche ich Knochen und Wasser. Also Knochen haben wir doch eine Menge eigentlich. Ja, im Essensschrank, genau. Genau. Deswegen heben wir die immer schön auf. Denn die Sache ist, die brauchen jetzt, also die Rezepte für die Werkzeuge brauchen jetzt auch Leder und die brauchen auch Knochen. Klebeband, Entschuldigung. Und wir brauchen für Klebeband, brauchen wir Kleber. Und Kleber können wir mit Knochen und Wasser herstellen. Deswegen verfeuern wir zum Beispiel noch nicht alles in Trinken, weil wir brauchen jetzt 60 Kleber. 60? Mach ich jetzt, ja. Oh, ist Tag geworden. Das heißt, ich gehe meine Loot-Runde starten. Ich suche nach Kleber. Ne, die haben wir ja. Achso. Den baue ich ja gerade durch Knochen mit Wasser. Ich gehe trotzdem looten. Ja, wir brauchen Holz. Holz. Na gut. Bäume. Ich habe hier gegrilltes Fleisch reingelegt. Habe ich gesehen. Und einen roten Tee. Und dann müssen wir mal schauen. Also eine Axt kann ich hier direkt bauen. Dann kannst du dir auch, da kannst du auch Holz sammeln gehen. Genauso wie ich dann. Die dauert 3,5 Minuten. Oder geh du schon mal Holz sammeln. Ich nehme die Axt dann und dann ist gut. Okay, weißt du, wo es dann hingeht? Nee, ne? Nee. Wegen Verteidigen, wenn der hier. Wo bist du denn? Ach, da, blau. Ich markiere es auf die Karte und gebe dir gleich die Verlinkung. Die Verlinkung, ja. Da ist wieder so ein Polizist. So ein dicker Bauch. Der rübst auch schon ganz unanständig. Ups. So, dann habe ich es jetzt mit dir geteilt. Nice. Werde ich gleich annehmen. Dann hoch, Digi. Oder auch nicht. Ja. Tower. Weg vom Speichern. Raus. Ah, da. Ja. Paper Me, ja? Dahinter ist es. Okay. Timber! Timber! Ein Timber! Da hinten ist ein rosa Kindergarten. Pink, lila, rosa, wie auch immer das heißen mag. Rennt ein Zombie. Ach nee, ein Gas. Kein Zombie leuchtet so in der Gegend rum. Und rennt so schnurstracks zielstrebig auf ein Ziel zu. Ja. Soll ich dir die Sachen hier vorne in den Container packen, die ich loote? Also Holz und Stein? Ja. Du kannst aber Holz direkt umwandeln. In, sag ich schon. Woodspike Trap. Brauch ungefähr
So 50 reichen, glaube ich, erstmal. Wood Spike Trap, so ist es geschieht. So. Das ist praktisch, bis man hier einen Baum gefällt hat, kann man gut und gerne ein halbes Brot essen. Klingt negativ, wenn du das sagst. Nee. Ah, ich empfinde das als äußerst gemütlich. Oh, Diskussion, welcher Bodenlumpen jetzt der bessere ist. Der Schrubber, wo man einfach einen Lumpen drüber wirft, oder dieses Plastikteil, das allenthalb kaputt geht. Worum geht's? Ja, bei uns Diskussion, wer jetzt Boden aufnimmt und wer jetzt Staubsaugen tut. Und wer dort den Boden aufnimmt, der eine hasst den Schaber, der andere hasst den Schrubber. Und ich bin halt ein Mensch, ich kenne das mit dem Putzlappen und dem Schrubber, dass man da halt schnell den halt so benutzt, und mein Bruder ist halt eher der Meinung, dieses komische Schrupper, diesen Plastikdings da zu nehmen, der ist in der Mitte knickt mit dem Lappen unten dran, der da reingeschoben wird. Also ich finde das Teil absolut nicht schlecht. Okay. Und ich habe jetzt halt letztens erst gerade einen neuen Dings geholt, so einen Schruppteil mit Bodenlumpen, weil ich genau mich jedes Mal drüber aufrege, wenn ich den Boden aufnehmen muss, dass das Teil halt nicht hält und dass man da nicht richtig den Dreck wegkriegt. Und jetzt sind halt beide vorhanden. Und ja, soll er doch den nehmen, der ihm passt. Doch nichts dabei, wenn er den einen nimmt und nicht den anderen. Ja, also, ich kenne mich mit euren Deals nicht aus. Ich verstehe es gerade auch. Gut, dann bin ich wenigstens nicht der Einzige im Leben. 22 habe ich schon mal. Hab ich doch schon wieder. Wo ist jetzt schon? Ja. Ach, nix. Ich dachte eben, ich hätte die Axt schon wieder weggeworfen. So, das Geschütz steht schon mal im Fenster. Das heißt, da läuft es eigentlich ganz gut. Spike Traps habe ich dir hier reingepackt. Ja, wie nehmen wir dann? Also erstmal müssen wir hier noch ein paar Bäume fällen. Die Seeds kannst du immer gleich wieder aussehen, weil die wachsen eh. Kann man die direkt so auf den Boden klatschen? Ja.
Na gut, dann werden wir uns unsere Bäume züchten hier. Schön, aus einem Baum kriegst du zwei Seeds, wenn die groß genug sind. Mhm. Mein Charakter hat zu heiß. Da finde ich Sommersonne nicht so schön. Kommt ganz nach mir. Dann kannst du ja... Achso, die ist heiß jetzt im Spiel, oder was? Ja, ich habe da so eine Latsch-Sonne. Mit Latsch-Gesicht. Geh mal in die Option bitte rein. Da kannst du bei UI die Celsius-Karte anwählen. Moment. Ich geh noch schnell folgen hier. Ja. Options. Video. UI. Jawohl, dann Temperatur, nicht Fahrenheit, Celsius. Apply. Und dann sehe ich die Temperatur wahrscheinlich unter B bei Statistik. Fühlt sich an wie 27,78 Grad Celsius. Das geht ja noch. Ja. Also fühlt sich an, dafür das fühlt sich an, kann er das aber ziemlich genau bestimmen. Er fühlt sich an wie 21,11 bei mir. Du kannst noch Sachen anziehen, wie zum Beispiel ein T-Shirt, dann wird dir kühler. Naja, nehme ich an. Ich habe wahrscheinlich im Moment gerade einfach nur Hitze, also Hitzeresistenz. Nee, du hast Kälteresistenz an. Ja, so rum, sorry. Was Lars sagt. Ja. Langsam hat es einen gelben Rand. Und oh, eine Horde. Oh, ja, ich sehe sie auch gerade. Ach, dieser gelbe Rand bedeutet Horde. Oder was? Wo ist gelber Rand? Ich habe um mein Bild rum so einen leicht gelben Rand. Nee, das heißt, du überhitzt und verlierst Flüssigkeit. Oh, Mensch. Immer nicht. Aber die Horde habe ich auch entdeckt. Die läuft aber freundlicherweise von uns weg. Danke. Nee, zu mir. Ja, ich sehe es ja gerade. Aber ich hack die Köpfe ab. Ich mach Schaschlikspieße aus ihnen. Ach, die ist umgefallen. Gut, das war's schon. Sehr schön. Hätte es mir jetzt schlimmer vorgestellt. Gut, sie kam ja auch nicht zu mir. Ein Kriecher. Aber es ist schön, dass man endlich mit der Axt auch die Gegner schön umhauen kann. Weil das ging früher nicht. Da hast du ewig geschlagen. Also Axt ist ja wohl das mitunter ja, ist aber, genüsslichste. Ja, aber das ist ja eigentlich ein Tool und das hatte damals eben, also in Alpha 17, noch nicht die ausgeglichenen Werte für Kämpfen, weißt du? Ja, logisch. Aber jetzt kann ich halt alles mit allem kämpfen, sogar mit einer Spitzhacke. Alter. Für was sind eigentlich die Chrysanthemen? Tee. Tee. Ah, das roter heißt, Tee. Auch ab und dann mitnehmen. Ja. Damit wir wieder Tee machen können. Genau. Ich bin ja ein Teetrinker neben Kaffee. Ja, ich auch. Zwangsweise. Bleib ich beim Tee. Wow, da ist noch ein Haus, da will ich auf jeden Fall auch noch rein.
Oder waren wir da schon drin? Welches? Ach, da waren wir schon drin. Ha. Hier bei der Fahne mit den Bites, wo wir. Aha, ja. Wo wir am Anfang waren. Anfangs sind wir dran vorbei und du hast gemeint, oh, da muss ich rein. Mhm. Aber ich gehe jetzt nicht looten. Oder? Ja, das musst du wissen. Wir haben 9.13 Uhr am Tag 7. Level 9 und 2 Fertigkeitspunkte. Ah. Oh, ich bin gerade nach unten gefallen. Das ist schlecht. Da unten diese Munitionskiste im Wasser. Ob ich das überlebe? Ja, doch. Oh, ich hab da was für dich. Baumfeld. Wieso tut das Ding so weh? Was für ein Ding? Irgend so ein Gegner. Der hat richtig Aua gekloppt gerade. Zwei Schläge und ich hatte komplett rote Sicht. Dann hat er dich wahrscheinlich blutend geschlagen oder hat dich betäubt? Ich hab. Ja? Du wolltest etwas sagen? Ja, aber nicht das, was ich gerade eben gesagt habe. Ich habe nur gesehen, dass der Munitionsdingens ausging. Ich habe noch einen Pfeil und keine Dings dabei. Also Federn sind zu Hause in der Kiste. Yep. Werde ich nicht auch gleich mal auf den Weg machen müssen, weil erstens angekratzt, zweitens langsam auch hungrig und durstig. Keinen Bock ohne Munition irgendwelchen Halotris in die Arme zu rennen. Hier ist alles baufällig, hier stürzt mir der Boden unter den Füßen weg. Ich glaube, das haben sie jetzt ein bisschen öfters so eingerichtet, ne? Oder ist das einfach, weil die Welt so generiert wurde? Ja, das sind bestimmte Häuser, die sind halt einfach Dungeons. Da hat man die entsprechend bearbeitet. Ja. Dosenfleisch. Dosennudeln. Oh, eine Schotti. Ha! Also möchtest du dann die Schotti haben? Weil wir haben ja Munition. Die Stufe 2. Schotti bin ich immer für zu haben. Natürliches Antibiotika habe ich gefunden. Sehr schön. Ich bin noch nicht mal krank. Das ist sehr, sehr gut. Das ist nämlich Vorrat. Und ich habe hier noch eine Waffenkiste gefunden. Auch wieder Munition. Pistolenmunition. Das geht zwar zu gut, ne? Ja. Glasbock. Ich habe hier ein Tresor. Und kein Werkzeug dafür. Also lasse ich den hier. Oder soll ich den aufkloppen? Ich hab 15 Picklocks. Gut, dann lasse ich den zu. Wo ist der? Der ist da, wo ich jetzt gerade drin stehe, in dem Haus. Na gut, das sehe ich nicht, aber. Siehst du mich nicht auf der Minimap? Doch, aber ich bin noch in einem Dungeon drin, warte mal. Ach so. Ja, ich sehe es. Ist klar, da links neben unserer Base. Genau, kann sich dann nachher hinführen, sonst. Weil es wieder entfällt. Hier war nur ein Zombie drin. What the fuck? In einem Dungeon? Ein Zombie?
wie Angst einflößen. Na gut. So böse war jetzt dieses Haus nicht. Die Musik war bedrohlicher als das Haus selber. So ja. Gut. Man scheißt sich fast ein, aber... Nope. Bis auf das hier die unter die Füßen alles wegbricht, ja. Ich glaube, das war der größere Angsteffekt als jeder Zombie. Ja, weil da unten eigentlich immer Zombies sind im Keller, aber... Bist du mitten im Wasser und kannst dich nicht mehr wehren. Ja, die sind jetzt neu auf den Dächern, habe ich letztens im Haus feststellen müssen. Plötzlich bricht dir das Dach über dem Kopf ein und hast 4, 5 Zombies um dich rum. Ja, das gibt's auch. So, ich komme mal kurz nach Hause. Ja, ich muss auch. Bin auf dem Weg. Bin nämlich voll wie Sau. Baumwolle mit und nehme noch Chrysanthemen mit. So, ich mach mal noch ein bisschen mehr, 40% mehr Ertrag aus Ressourcen. Da kriege ich ein bisschen Lust. Deine Aufnahme, Lars. Nicht, dass du dann wieder... Ja, 20 hast. Minuten. Ja, 20, 21. Okay. alles gut. Ding, ding, ding. Ach so. Einmal bitte heimgehen. Denn zu Hause ist es schöner. So, siehst du, Tag 7 ist jetzt rot. Ja, habe ich mich schon vorhin drauf geachtet, wieso dass da plötzlich eine rote Zahl steht. Dann weißt du, dass da rote Nacht ist. Mhm. Ich will nicht. Ach klar, willst du. Klar, ich will die klein hacken. So, ich habe hier für dich ein Halstuch, da wird dir ein bisschen kühler. Mhm. Pack hier noch ist in der Verkaufskiste mal drin. Achso, warte. Falsche Kiste. In der Munitionskiste. Ich habe dir, wie gesagt, ein paar Sachen reingelegt. Du musst dir mal ein bisschen was angucken, weil ich habe dir auch eine Militärbeinschiene reingelegt. Und ein Militärweste. Aber sonst was? Nee. Nein! Oh, falsche Taste! Was hast du denn jetzt gemacht? Antibiotika gegessen. Ach Mann. Du wolltest dich nur ein bisschen schützen, ich weiß. Ah, ich Depp. Ich wollte Shift drücken, bin aber auf die A-Taste gekommen. Naja. Wir haben ja einen Honig, falls uns was erwischt. Das kann auch nur ein Zwerg schaffen. Ja. Nee, ist mir auch schon passiert. Die falsche Taste gedrückt. Ich dachte, das passiert jedes Mal irgendwie. So. Nervt mich das jetzt gerade. Ich nehme mir mal hier die Eisenpfeile raus. Ess mal was. Guck mal, wie viel Essen und Trinken du hast. Grad. Okay. Ich möchte dich nur daran erinnern. Ja, Essen habe ich jetzt gerade gemacht, weil ich wusste, wird gleich losgehen. Die Knochenklinge können wir eigentlich wegschmeißen, die brauchen wir nicht mehr. So, 60 Klebeband ist schon eine Menge, ne? Ja. Halstuch, T-Shirt. Ja. Nehmen. Halstuch, nehmen. Sagen. So. Ich nehme auf jeden Fall 2 Tee mit. Das Flanellhelm brauchen wir. Heat Resist minus 6 und Cold Resist plus 2. Doch, das behalte ich mal. Ist eigentlich gar nicht so schlecht, das Ding. Mhm. So, dann haben wir hier nochmal 7, 6. Ach, hier dein Shotgun. In der. Ach ne, warte, das ist ein Jagdgewehr gewesen.
Aber da ist die Shotgun. Ja. Ich leg die mal rein. Du hast da noch eine andere Shotgun. Leider ist das nur eine Stufe 1. Ein Jagdgewehr Stufe 3 gewesen, aber... Ich hab sonst noch ein Jagdgewehr Stufe 1. Ja, das Jagdgewehr Stufe 2 ist dann besser. Das nehme ich... Also das will ich doch schwer hoffen. Ja. Sonst nehme ich nichts mit, was Stufe 2 ist. Ich hab's reingelegt. Aber Shotgun Bearer ist ja eine doppelte Läufige, das ist eigentlich ganz gut im Nahkampf, weil die macht One-Hits. Genau. Aber ich habe noch eine Pistole, wenn du willst. Habe ich auch Stufe 3. Okay, dann verkaufe ich die Zweier. Dann geht das dahin. Und das kommt mit. So. Den Bogen packe ich wieder hier rein. Also ich habe jetzt eine 9mm Pistole, habe eine Shotgun. Range, das Jagdmesser. Das Jagdflinthüllchen. So, ich mache hier gerade noch spitze, spitze Eisen, Spitzen, so rum. Eisenspitzen mache ich jetzt noch. Da kannst du dann mit den Federn dann die Eisenpfeile machen mit Holz. Gut, dann brauchen wir keine Steinmuni. Nee. Das wäre jetzt etwas unüberlegt, wenn wir das machen würden. Mhm. So, jetzt bräuchten wir. Du brauchst noch eine Feueraxt. Und wir brauchen auf jeden Fall. So, mal. Repair-Kit. Bist du gerade an der Kiste hier? Ne? Gut. Oh, wir brauchen aber ganz schön viel Eisen. Für eine Spitzhacke. Ja, krass. Umso besser die Qualität ist, umso mehr Material brauchst du. Ja. Ja, das ist ja das krass. Das habe ich mir dazu gedacht. Das ist krass. Ist ja bei Ark und bei Dingens genauso. Je höher die Quali, umso exponentiell mehr Material verschwendest. Ja, aber das muss erstmal wissen. Soll ich noch ein paar Verbände herstellen? Ich glaube, ich habe keine schlechte Idee, ne? Ja. Setzen. Alle. Ja, schön. Gut, die hält ja dann auch länger. Von daher ist es okay. Und zum Reparieren brauchst du ja kein Eisen, da brauchst du ja eh nur Reparaturkits. Genau, genau. Und die Reparaturkits haben wir ja auch schon zum Totschmeißen. Nee, die gehen ganz schnell weg. Das steckt ja auf jeden Fall mal 10 ein, falls du irgendwas reparieren musst. Was ich noch bräuchte ist... Ah ne, wir haben das Shotgun. So, ich beende mal die Folge und dann geht's los mit der Horde. Also bis dann. Tschüss.